Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Blackout, einem kleinen Point-and-Click-Horrorspiel, bei dem wir eine Hexe spielen, die wieso auch immer durch ein gruseliges Haus gehen muss. Wir werden sicherlich rausfinden, warum, und ich glaube, ich klicke einfach irgendwo hin, um zu starten. Zum Beispiel hier, weil sie versucht, da ranzukommen. Oder auch nicht. Wie starte ich? Ah, doch. Huch. Pass doch auf. Nicht runterfallen. Au. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Wo bin ich? Wer bin ich? Ja, das ist eine gute Frage. Guck mal, ein Besen. Das ist ein Besen. Bin ich auf dem hierher geflogen? Ja, kannst du die Leiter hoch? Nein, ich hasse Leitern. Glaube ich. Okay, sie glaubt also, dass sie Leitern hasst. Oh, guck mal, ein Totenkopf. Sagt sie dazu was? Ein Totenkopf? Das ist ziemlich makaber, oder nicht? Hier, Wein. Was? Ja, Herbstfarben. Ich mag sie. Achso, Wein rankt sich die Wand hoch. Schön. Ein Fenster. Es ist wirklich dunkel da drin. Kommen wir denn rein? Verschlossen. Vielleicht im Totenschädel? Ah, hey, was ist das? Ich wette, das schließt die Tür auf. Das war der einzig logische Ort, wo was versteckt sein konnte. Oder geht sie doch. Ah, verdammt. Das wäre vielleicht die Chance gewesen, die Leiter hochzuklettern. Ein Schlüssel, kann ich den irgendwie angucken? Nein, okay. Dann benutzen wir ihn. Er passt. Oh, ist das eine Leiche? Ist das eine Leiche? Aber ich mag die Musik, ehrlich gesagt. Ist das eine Leiche? Ich muss hier raus. Okay, sie hat immer ungefähr zwei Satzfragmente pro Teil. Anscheinend. Eine Pflanze. Eine wunderschöne Nacht. Der Mond ist sichelförmig und es wird schon wieder gebohrt. Ach, Kinder, selbst auf dem Samstag hat man keine Ruhe. Und es ist gerade 1 Uhr mittags. Wir haben eigentlich laut Mietvertrag ab 12 mittags Ruhe. Das ist wunderschön. Und die fangen an zu bohren hier im Haus. Naja, eine wunderschöne Nacht. Das hier war eine Pflanze. Aber ich weiß nicht, was für eine. Da hängt eine Rose. Das ist die Zeichnung einer Rose. Stachlich? Ein Aschenbecher? Neben dem Bett? Ja, also neben dem Bett, also im Bett rauchen ist widerlich. Rauchen ist ja sowieso schon pfui, aber im Bett ist bäh. Ist richtig bäh. Da ist etwas unter dem Bett. Was haben wir denn da? Zigaretten. Vielleicht finde ich noch einen Nutzen für sie. Ich habe Zigaretten gefunden. Kann ich die in den Aschenbecher packen? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht der Nutzen dafür. Ja, Bettraucher. Ich glaube auch nicht, dass ich die der Leiche geben kann. Miau! Hui! Was ist das für ein Ding? Eine süße Mütze. Ist riesig. Ja, das stimmt. Im Vergleich zu dir, die ist halb so groß wie du. Ich gehe nicht näher an das Biest ran. Okay, da liegt auch noch eine Leiche. Ah! 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 Noch eine Leiche. Und noch eine Pflanze. Aber auch da wissen wir nicht, was das für eine ist. Die Räume sind zu dunkel, ne? Was? Was? Menacing Venison? Was heißt das? Ich weiß es nicht. Das kriege ich nicht übersetzt. Der Text fliegt mir auch zu schnell vorbei, um das irgendwo. Oh, einzugeben. Was ist das? Zettel. Eine Art Plakette. Zu dunkel, um sie zu lesen. Und hier wahrscheinlich auch. Okay, und Bilder an der Wand. Ein Porträt. Irgendwas steht auf dem Rahmen. Aber es ist zu dunkel, um es zu lesen. Aber das hier können wir lesen. Vielleicht, wenn was draufsteht. Ein unfertiges Porträt. Ein Work in Progress.
Okay, können wir rausgucken? Ja, eine wunderschöne Nacht, das hatten wir schon. Könnten das die... Oh. Sieht nicht sehr bequem aus, der Hocker. Könnten das die... Macher dieses Spiels sein? Weil da oben ist so eine Musiknote drüber. Das könnte da der sein, der die Musik gemacht hat. Wäre möglich. Wäre auf jeden Fall eine kreative Art, die Credits einzubringen. Können wir uns also erst angucken, wenn wir wahrscheinlich Licht haben. Das heißt, wir können Licht machen. Das ist gut. Ein Poster. Aber ich kann das Motiv nicht richtig erkennen. Ein Kissen. Können wir nicht an. Ein Regal. Ein paar Ordner und, noch mehr Ordner. Ein paar Hefter und Ordner. Bücher und Magazine. Zu dunkel, um sie zu lesen. Da oben ist was. Aber ich komme nicht ran. Aber ich habe einen Hocker. Ich habe einen Hocker? Ich habe den Hocker dahin gepackt. Und nun was? Ich hoffe, das hält. Ja, das hoffe ich auch. Hab's. Kann ich ihn nochmal mitnehmen? Sicher. Ah, okay, aber wir wissen nicht, was wir da gekriegt haben. Ein Katzenglöckchen. Für das Biest draußen. Das sieht ja richtig lebensbejahend aus übrigens. Und ist das eine Schlange? Was für ein unordentliches Bett. Und ist das da eine Schlange? Es erinnert mich an... Warte, habe ich Amnesie? Ist das eine Schlange? Ich frage mich, ob sie giftig ist. Ein Buch? Ein Tagebuch? Zu dunkel. Ich könnte es nicht lesen, selbst wenn ich wollte. Stell dir mal vor, 5 Nächte damit zu verbringen. Und dann nennen wir ihn Freddy. Okay, was haben wir hier? Ein Spiel. Ulala. Die sehen aber gut aus. Huch. Ich sehe schrecklich... Nein! Guck dich mal an, Mädchen! Also, wenn das schrecklich ist, ne? Und es ist immer noch eine wunderschöne Nacht und ein fancy Dachfenster. Aber wisst ihr, wann Dachfenster gar nicht mehr so fancy sind? Wenn es richtig, richtig scheiße doll regnet oder hagelt. Mann, dieses Jahr hat es ein paar Mal gehagelt. Da dachte ich schon fast, es zerschreddert uns die Fenster hier. Okay, den Hocker haben wir wieder und wir haben ein Glöckchen. Wir haben ein Glöckchen und wir werden es benutzen. Mit diesem Kätzchen. Was nämlich gar nicht so schlimm ist. Ab mit dir. Das Problem wäre gelöst. Wo ich bin. Nein, nicht hoch. Ah, eine riesige Sammlung. Da ist ja noch eine. Entschuldigung, das hat mich abgelenkt. Die hat sich gerade bewegt. Eine riesige Sammlung von Fotos. Die sind alle schwarz und weiß. Ist sicher? Vielleicht ist es einfach nur zu dunkel, um Farben zu sehen. Ist das auch schwarz-weiß? Es ist ein Porträt. Ist das Graf Dracula? Und wieder eine Pflanze? Eine schöne Pflanze. Aber voller Spinnenweben. Schönes. Zigaretten. Leer. Ja, und Naschbecher. Diese Leute hier rauchen anscheinend drin. Und ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug. Nimm es mit. Ich glaube, ich nehme es. Kann ich es benutzen, um die Spinnenweben wegzumachen? Nein. Kann ich es benutzen, um die Spinne wegzumachen? Kill it with fire. Eine große Tarantula. Wunderschön, aber tödlich. Nein, die ist nicht schön. Das ist widerlich. Punkt. Das ist eine Standuhr. Aber das Pendel hat aufgehört zu schlagen. Hat aufgehört zu schlagen. Küche. Hier hat einer rumgekleckert. Was haben wir hier Schönes? Nichts, was wir angucken können. Voll mit Metallrohren. Der Wasserhahn gibt kein Wasser her. Das Regal ist voll mit Geschirre. Und auch da sind überall Spinnenweben. Was ist das denn? Da ist was in dem Glas. Vielleicht könnte ich da rankommen mit
dem Hocker. Und jetzt... Ja, der hat uns einmal gehalten, der hält uns auch ein zweites Mal, siehste. Beef Jerky. Mm. Und den nehmen wir mit. Long time no seed. Ah. Ein Ofen. Ich glaube, ich weiß, wie ich einen normalen Shepherd's Pie machen könnte. Mit dem Beef Jerky vielleicht? Was ist das? Können wir das angucken, die Pfütze? Können wir nicht. Kühlschrank hängt ein Zettel. Können wir wahrscheinlich nicht lesen. Da ist eine Notiz an den Kühlschrank getaped. Zu dunkel zum Lesen. Kann ich das vielleicht mit dem Feuerzeug lesen? Okay, nein. Was ist das? Nur eine leere Bierdose. Okay. Das können wir nicht angucken. Da ist eine Tür. Hier unten ist es kalt. Ja. Geh doch nicht direkt ins Dunkel! Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Was ist das für ein Ding? Oh, das hat mich erwischt. Nein, ich will nicht sterben. Eine Golftasche. Das ist kein Neunereisen. Vielleicht kann ich es verjagen? Ich brauche etwas, um es zu verjagen. Oder vielleicht mit Beef Jerky. Nein, danke. Ich bin Veganerin. Ja, na dann. Dann erst recht. Okay. Ich brauche erst was, um das da wegzuscheuchen. Das Ding da, was da ist. Ja gut, es sah aus wie eine Frau. Veganerin ist schon richtig. Ah. Ah, du siehst ja auch vertrauenserweckend aus. Ist das safe, hier reinzugehen? Tag. Hey. Hallo? Nikotin. Was? Du hast mich schon gehört. Nikotin? Was? Something on the table? Ist jemand auf dem Tisch gestorben? Da ist eine Tasse. Mit Smiley. Das ist eine hässliche Tasse. Und ich bin jetzt ihre neue Besitzerin. Ich glückliche. Aber da ist Smiley drauf. Da sind auch noch so ein paar Ekelspinnen und ein Krähenfoto. Es ist ein gruseliger Rabe. Entschuldigung, keine Krähe. Wer würde sich so ein Gemälde aufhängen? Würde hier zwar nicht reinpassen, aber ich würde es tun. Und die Nacht ist wunderschön? Ah nein, es ist sehr dunkel draußen. Okay, er will Nikotin. Warte, ich habe Nikotin. Hier. Feuerzeug. Ja, bitte würde gut tun. Danke. Gut, wenigstens das. Hier. Das war nur ein Haarreif. Okay. Ein verschmiertes Messer. Gut. Noch eine Leiche. Eine Leiche. Ich glaube, das stört mich mittlerweile schon nicht mehr so. Eine Pflanze. Riecht gut. Kann ich vielleicht von so einer Pflanze was mitnehmen? Nein, okay. Ich dachte, dafür kann ich vielleicht das Messer nehmen, weil wir haben ja noch die Veganerin im Keller. Fein. Ja, nimm mit. Ich vermute mal, es ist vergiftet. Nimm mit. Ach, Mann. Die... Was? Die Jack-O-Lantern ist erleuchtet, ja. Ich werde mir einfach nur die tanzenden Flammen ansehen. Warum kommen wir nicht ran anscheinend? Ein Foto? Ein gerahmtes Hochzeitsfoto. Was ist denn da dahinter? Sekret. Okay, 5 oder 6 Stellen haben wir. Aber ich habe keine Zahl. Ich kann mich nicht mehr an meine eigene Telefonnummer erinnern. A Cabin in the Woods. Ist das eine Anspielung auf den Film Cabin in the Woods? Auf die Horrorkomödie? Der ist übrigens sehr gut, wie ich finde. Und ich mag sonst eigentlich keine Horrorkomödien. Bei diesem großen Teppich können wir nichts machen. Okay. Klopapier. Geißel der Menschheit. Da ist bestimmt eine Mumie im Schrank. Oder Klo.
Papier? Das ist einfach nur widerlich. Ich kann mir schon gut vorstellen, welcher Raum auf der anderen Seite ist. Eine leere Bierdose wieder. Und eine Pflanze. Aber wir wissen nicht, was für eine. Da ist auch noch Duct Tape. Nimm mit. Ach, Mann. Die Tür ist zugetaped. Noch nicht. Ich guck erstmal weiter. Drink. Bathtub. Ich glaube, es ist durstig. Ein Drink aus der Badewanne also. Können die wenigstens aufhören, sich zu bewegen? Das wäre echt nett. Es ist widerlich. Eine Menge Papier. Eine unmögliche Flasche. Grand Edition. Was? Ich habe mich immer gefragt, wie sie die Schiffe da reinbekommen. Mit sehr langen Pinzetten. Wow. Das ist die größte... Was? Okay, die größte Spinne, die ich je gesehen habe. Ich hoffe, sie ist nicht hungrig. Netter Schreibtisch. Eine Schublade. Ah, natürlich, der Griff fehlt. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich es aufbrechen. Vielleicht mit dem Messer nicht. Mülleimer. Der Mülleimer ist leer. Da hängt auch wieder ein Bild. Können wir das angucken? Sieht ein bisschen cranky aus. Ah! Okay. Also gehen wir zum Badezimmer. Andersrum wäre schneller gewesen. Und schneiden die Tür auf. Das wäre erledigt. Die Pille danach. Ich bin mir ziemlich sicher, das sind keine Minztabletten. Nein, das ist bestimmt die Pille danach. Das ist einfach nur widerlich. Okay. Sie sagt nichts anderes. Ein Spiegel, in dem wir uns nicht angucken können. Schade. Und auch der Wasserhahn gibt kein Wasser her. Handtücher. Fein säuberlich angeordnet und so. Ja, das ist dreckig und widerlich. Ich kenne diese Szene. Das ist der Part, bei dem ich den Vorhang öffne und... Phew. Uns springt nichts an. Da ist irgendeine schleimige Flüssigkeit in der Badewanne. Ist mir egal. Hier, guck mal, Tasse. Ein Badewannenmonster. Habe ich ja gesagt. Nein. Wenn es mich erwischt, war's das mit mir. Okay, wir gehen also. Er saufe in der Badewanne. So, du wolltest einen Drink aus der Badewanne. Ach so. Wir haben das jetzt nicht gefüllt. Schade. Stimmt, Empty Mug. Gib ich dir das Beef Jerky? Ich habe ja noch das Beef Jerky. Ah. Was ist gerade passiert? Wir haben es mit Beef Jerky zufriedengestellt. Nun, was immer das ist. Es ist jetzt in der Tasse. Sauber. Was? Mein ganz eigenes... Chalis auf Mallis, okay. Da habe ich zu schnell weggeklickt. Ich dachte, wir können schon losgehen. Hier. Danke. Nimm dies. Gute Nacht. Ein Schlüssel? Nee, warte mal, da brauchen wir ein Werkzeug. Da ist kein Schlüsselloch. Ein Schlüssel? Vielleicht zum Aufziehen für die Uhr? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Oben brauchten wir keinen Schlüssel.
Ah! Habe die Uhr aufgeschlossen. Stimmt, die kann man ja aufmachen. Nicht weggehen. Uhr. Habe ich irgendwo einen Hinweis? Kann ich mit ihm reden? Dot, dot, dot. Kann ich nicht. Kann ich ihm den Stuhl über den Kopf ziehen? Brauche ich nicht. Okay. Habe ich irgendwo einen Hinweis auf eine Uhrzeit? Die Badewanne nochmal angucken. Ja, irgendwas Steimiges ist in der Badewanne. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht haben wir da einen Hinweis für die Uhr, sonst muss ich Rätselraten machen. Wenn ich zum Beispiel in den Spiegel gucke. Können wir einfach nur sehen, wie gorgeous wir aussehen. Nein, du siehst nicht schrecklich aus. Ich wäre froh, wenn ich so aussehen würde. Hier gibt es keinen Hinweis. Ja. Dann schauen wir mal. Vielleicht. Einfach auf Mitternacht? Nicht. So, auch nicht. Ja, ich würde sagen. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich probiere mich hier mal ein bisschen alleine durch. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich es habe, würde ich sagen. Also bis gleich. Ah, oh, man muss gezielt draufklicken. Eine Brechstange. Die ist bestimmt... Hier. Ja, warte, ich habe was. Hier. Brecheisen. Okay, Gewalt ist nicht die Antwort. Schade aber auch. Warum nicht? Ist doch eh eine Leiche. So, warte mal, wo war denn der Schreibtisch? Andersrum wäre schneller gewesen. Egal. Dreimal links ist auch rechts. Aufbrechen. Zettel! Eine Notiz. Huch. Notiz. 1182. Ha, das ist für den Safe. Ja, ja. Kann ich mir das hier... Ah! Sternchen. 1182. Raus. Oh. Okay. Was für eine gruselige Maske. Nun, ich glaube, die gehört jetzt mir. Das ist Kermit. Monstermaske. Das ist eindeutig Kermit der Frosch. Also wirklich. Kann ich damit, was auch immer im Keller ist, erschrecken? Ja, kann ich. Buh. Ja, so ist artig. Ich hab sie verjagt. Ich glaube, damit bin ich dann fertig. Was liegt da? Da ist etwas an die Kühltruhe geklebt. Eine Art Notiz. Was ist das für ein Geräusch? Ich will die Notiz lesen, danke. 0405, remember. Set. Die Uhr auf 4:05 Uhr. Okay. Da ist ein Loch in der Wand.
Ja, dann guck doch mal durch. Ich glaube, das führt zu einem anderen Raum. Ich sehe nicht, was da drin vor sich geht. Okay, was haben wir da? Komm ich da ran? Eine Kiste! Okay, komm ich da ran? Warte. Hocker. Hallo, Hocker. Hocker! Ich will da... Unerkennbare Objekte sind in einer Flüssigkeit eingelegt. Okay, ich komme da anscheinend nicht dran. Was geht mit der Musik? Ist hier eine Tür? Licht kommt durch die Ritzen. So, 4:05. 4:05. 4:05. Ah, da hätte ich ja lange rumprobieren können. Aber das könnte man wahrscheinlich dann auch alles umgehen und einfach eben in der Uhr rumwurschteln. Das ist der Keller. Wow, da ist irgendwas drin. Nie im Leben. Die öffne ich nicht. Was geht mit der Musik auf einmal? Komm, trau dich, geh rein. Wir rufen dich, Lord der Dunkelheit. Bringer des... Marilyn! Verdammt, du hast uns erschreckt. Wo warst du? Hast du die Federn gebracht? Federn, deswegen waren wir auf dem Dach. Federn? Ja, Federn. Du wolltest doch welche vom Nest auf dem Dach holen. Marilyn, bist du okay? Naja, ich bin vom Dach gefallen. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich an nichts davon. Ich glaube, ich habe mir den Kopf gestoßen. Du bist so ein Klotz. Jetzt geh schon hoch und bandagiere den Kopf. Auf einmal ist Licht an. Notiz! Ja. Steph, wir sind im Seehaus. Hier hast du $100 für Pizza und Snacks. Ruf nicht an. Nette Familie. Kann ich jetzt den Kühlschrank plündern? Später, okay. Hey Marilyn. Geht's dir jetzt wieder besser? Weißt du, es ist wirklich schade, dass wir das Ritual nicht beenden konnten. Aber zumindest hatten wir Spaß, richtig? Okay. Er sieht ein bisschen aus wie Ron Weasley. Hi. Entschuldige, dass wir ohne dich angefangen haben. Du solltest die Federn um Mitternacht bringen. Okay. Kommen wir hier vorbei? Nein. In den Keller. Also, das ist ja nicht der Keller. Ist das die Garage dann? Ach. War gar keine Leiche. Oder Monster. Das ist ein Ball. Keine Zeit zum Spielen. Warum nicht? Eine Golftasche. Nur eine leere Kiste. Ah, nur ein bisschen eingelegtes Gemüse und Marmelade. Yummy. Und du machst rote Beete. Entschuldige, dass ich dich erschreckt habe, Em. Musst du mich hier unten verstecken? Masken jagen mir einfach eine Heidenangst ein, weißt du? Ich habe ein bisschen Marmelade gefunden. Ich liebe Marmelade. Willst du welche? Schon gut, danke. Ein Tiefkühler. Oder eine Kühltruhe. Was ein Twist. Ist ja ein richtig harter Plot-Twist hier. Der raucht sich immer noch das Leben schön. Hallo? Wow, Dude. Irgendwas. Sieh dir das mal an. Hat er da noch einen? Hat er noch einen?
Ich glaube, das sind Joints, oder? Eins oder zwei? Aber das sind keine Zigaretten. Punkt, Punkt, Punkt. Ein wunderschönes Gemälde von einem Truthahn. Oder von einer Gans. Von einer Gans, glaube ich, ne? Aber schwarze Gans hätte ich jetzt eher Truthahn gedacht. Schade, dass es die berühmte ist. Wein auf einem weißen Stück Stoff. Da wird jemand Ärger kriegen. Das wird niemals mehr rausgehen. Sehr dunkel draußen. Zum Glück ist der Mond in Sichelform. Keine Werwölfe heute Nacht. Was? Dieser Tisch hat wahrscheinlich eine Menge Thanksgiving-Dinners gesehen. Und da hängen Spinnen dran, aber die können wir nicht angucken. Er raucht doppelt. Ja. Oh, guck mal, die schläft nur. Zu viel gesoffen und dann eingeschlafen. Scheint so aus, dass, als wäre die Party eskaliert, während wir mit dem Ritual beschäftigt waren. Wenn ich nur einen Besen oder so hätte, könnte ich hier ein bisschen aufräumen. Ich weiß, wo ein Besen ist. Ich weiß, wo ein Besen ist. Sie schläft in einer Pfütze aus Wein. Die Party muss echt Spaß gemacht haben. Okay, wie Jack-O-Lantern? Bier und Wein. Ein bisschen was davon ist auf den Boden gekommen. Was war denn dann in der Badewanne? Und warum liegt hier Duct Tape? Also warum wurde die Tür überhaupt zugetaped? Er hat einen Hangover. Gott sei Dank ist er nicht ersoffen. Es ist voll mit... Voll mit... ja, lass uns mal weitermachen. Das bin ich. Ich sehe gut aus. Ja, sag ich doch, Mädchen. Aber warte mal, was sind das für Tabletten? Jetzt will ich es wissen. Aspirin. Wir werden dem Typen in der Badewanne da drüben nicht helfen. Was ist mit dem Klo? Das ist immer noch ihr. Kotze. Ihr. Okay, wir gehen einmal weiter. Wer sitzt hier im Stuhl, wer oder was? Danke für den Drink. Schmeckt ein bisschen merkwürdig. Riesige Spinne. Jemand gibt hier wirklich gern sein Geld für Halloween-Dekoration aus. Ups. Sorry, Steph. Ja. Mülleimer. Der Mülleimer ist leer. Sehr leer. Immer noch leer. Nope. Keine Chance. Nein, immer noch leer. Warte, er ist voll. Mit nichts. Hey, ich glaube, da ist ein Sandwich drin. Aber das hat jemand gegessen. 9 von 10 Wissenschaftlern stimmen zu, dass dieser Mülleimer wirklich leer ist. Vielleicht ist er leer, weil Marty Benzin für seinen DeLorean brauchte. Hier Mülleimer-Witz einfügen. Warum tust du das? Immer dran denken, den Müll zu recyceln. Das ist wichtig. Der Mülleimer ist leer. Okay. Ich tue das, weil ich kann. Hä? Das Mädchen in dem Bild sieht ein bisschen aus wie ich. Was? Wer immer das aufgehangen hat? Hat einen großartigen Geschmack. Ja, natürlich, weil du gut aussiehst, Mädchen. Geht die Lampe jetzt? Auch wenn der Strom wieder an ist, passiert nichts. Okay, ist also kaputt wahrscheinlich. Süße kleine Plastikspinnen. Ja, Plastik. Langweilig. Nee, Plastik ist gut. Okay, und hier ist wieder die Küche. Jetzt kommen wir hier durch. Ich mach mal den Keller. Kiste. Ah, Mieze! Riesige Mieze, aber wow. Du hast mich erschreckt, kleines Kätzchen. Klein, aber süß ist sie. Mietz, Mietz. Du warst also die ganze Zeit nur eine süße kleine Mieze. So süß. Willst du mit mir kommen?
Siehst du, Mizi? Du passt gut zu mir. Ich werde dich Gigi nennen. Eine Tüte Chips. Nicht gerade der Snack, den man benutzt, wenn man ein Ritual performt. Eine Tüte Chips. Ach, guck mal, hier ist das Loch in der Wand. Da ist ein Loch in der Wand. Was ist das? Wer hat überhaupt lateinische Gesänge? Oh, Moment mal. Ich liebe diese Gruppe. Also, wer hat überhaupt eine CD oder eine Platte mit lateinischen Gesängen? Chips und Bier. Und eine Kerze. Diese kleinen Dummköpfe haben das Ritual ohne mich angefangen. Ach, naja, was auch immer. Eine Bierdose. Ein altes Grammophon. Ich hab's ihnen gesagt. Voraufgenommene Gesänge werden nicht funktionieren. Kann ich erst Licht ausmachen? Nein. Ich hab's satt, im Dunkeln rumzulaufen. Okay. Mieze, willst du mitkommen? Dann gehen wir mal noch hoch. So, wer ist denn das jetzt? Lorius. Was? Lorius Ipsomington der Dritte. Er war wahrscheinlich reich. Nette Emo-Phase. Steph. Achso, ist direkt auf das Bild bezogen. Der Eiffelturm. Ein alter Typ in einem Regenmantel. Die Pyramiden von Giza. Gizeh. Ich mochte das Meer nie. Familie in einem Park. Oh, halt, das ist kein Bild. Eine Familie in einem Park, ja. Besser? Süße Makroaufnahme oder coole Makroaufnahme von einer. Von einer. Was war denn nochmal? Ein Daisy. Ein Gänseblümchen. Sabbath. Das ist keine Sabbath, die da auf dem Boden fließt. Ich glaube, er wollte einfach nur das nächste Bett finden. Und der Hirschkopf sieht jetzt auch ganz süß aus. Eine Jagdtrophäe. Oh dear. Oh dear friend. So. Hier. Das Poster können wir uns jetzt angucken. Gruselige Gesänge Volume 3. Mein Lieblingsding. Also meine Lieblingsmusik. Ich sollte runtergehen und sie mir nochmal anhören. Oh mein Gott. Ist das... ein Gameboy? Jetzt spielt sie erstmal eine Runde. Aber wollte ich doch spielen. Oh, guck mal, der Teddy. Sie ist ein süßer Eisbär. Und die Schlange ist eine Socke? Fertig? Fertig. Jeder hat Scrambled damals gespielt. Comicbücher und Fantasieliteratur. Süße Miniaturen. Lass mich noch ein bisschen spielen. Nein. Das ist weg. Ja, ja. Roleplaying Games und Steph ist so ein Nerd. Ja. Rollenspiele und Zeichenbücher. Und das sind natürlich wir und auch im Hellen sehen wir verdammt gut aus. Die Zettel sind weg. Hallo. Jetzt guckt sie uns sogar direkt an. Kann ich mit ihr irgendwas machen? Nein. Schade aber auch. Was? Ready to take on the world? Ja. Bereit, es mit der Welt aufzunehmen. Ein süßer Eisbär. Was für ein Durcheinander auf dem Bett. Meines sieht genauso aus. Ein Tagebuch. Stephanies Tagebuch. Sollte ich es lesen? Heute war ein neues Mädchen in der Klasse. Ihr Name ist Marilyn. All die berühmten, also all die angesagten Kinder haben sie umschwärmt. Kein Wunder, sie ist klug und sieht gut aus. Marilyn sagte heute Hallo zu mir im Flur. Ich hoffe, wir können Freunde werden. Also, wir haben zusammen eine Halloween-Feier bei mir zu Hause. Das war Marilyns Idee. All die coolen Kinder werden hier sein. Craig wird auch hier sein. Hilfe!
Was ist, wenn ich mich zum Affen mache? Mimolin sagt, sie weiß genau, wie sie Crack dazu bekommt, mich zu beachten. Es ist ein Ritual. Kann nur während Mitternacht an Halloween gemacht werden. Ich hoffe, es funktioniert. Fingers crossed. Aber der Text geht zu schnell durch. Ja, ja, Stephanie's Diary. Wir haben es gerade gelesen. Und der Mond ist immer noch, also es ist immer noch Fans Skylight und wir sehen den Mond. Guck mal hier, die Schlange. Okay, die Schlange interessiert sie nicht mehr. So. Jetzt können wir hier alles lesen und sehen. Special Thanks. Ja, zu was, wer, wie? Sjödin, Marketing und PR. Und R. Leitstrand, Gesang und Schreie. Frederik Eppmann. Was? We tell him? Wir sagen ihm, dass seine Kritzeleien was schön sind, perfekt sind, ja, hübsch sind. Wir müssen halt lügen. Ulf Malmberg, er animiert. Und animiert. Macht pro bono Animationen. Versprochen. Karl Lengren. Löscht den Code anderer Programmierer, weil seiner einfach supreme ist. It's Sex Waltz. Victor Holmer. Dieses Lächeln. Es ist einfach unwiderstehlich. Er programmiert. Erik Schröder. Hat geschworen, nie wieder Musik zu machen, aber hat es dann leider doch getan. Was für ein Haufen selbstgefälliger Typen. Jesus. Und ein unfertiges Porträt. Erinnert mich an den großen Magier. Wir haben immer noch den Hocker. Wofür auch immer wir den noch brauchen könnten. Wahrscheinlich für nichts. Hey, du lebst wieder. Unsere erste Leiche hier im Haus. Hey, haben wir... Auf Wiedersehen. Was? Dot, dot, dot. Blub, blub, blub. 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 Lustig, wie da verschiedene Sounds benutzt werden. Okay, das ist immer noch ein Totenkopf. Ja, ist der echt? Nette Plastik. Wir können wahrscheinlich immer noch nicht die Leiter hoch, richtig? Nein, ich muss jetzt los. Mit dem Besen? Die Seance war ein Reinfall. Das ist das letzte Mal, dass ich mich auf Kinder verlasse, um ein Ritual zu performen. 2 Wochen Schauspielern und für nichts. Naja, es gibt immer ein nächstes Jahr. Zeit zu gehen. Pfiou. Ende. Das war also, das war Blackout. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Credits haben wir ja schon gesehen. Ein süßes kleines Spiel. Auch wenn ich habe ewig nach dieser scheiß Crowbar gesucht. Da hätte ich ja auch mal eher drauf kommen können, da genauer raufzuklicken. Ich dachte, ich hätte da so genau drauf geklickt. Auf die Schläger, aber nicht gezielt auf den einen, der komisch aussieht. Ist schon richtig. War also mein Fehler. Nicht der Macher dieses Spiels. Es ist ein süßes kleines Spiel. Gab es auf Itch.io. Und es war sehr gut gemacht, wie ich finde. Ich mag die Musik im Hintergrund. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, ciao!